Hallo lieber Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak. Ja, es ist herrlich, es ist Wahnsinn. Wir haben den 15. Juni, Mitte Juni und der Rasen wächst wie verrückt. Es ist unwahrscheinlich, ich habe gestern Abend gemäht. Ich muss jetzt gleich mähen, ich muss wieder mähen, weil der Rasen powert richtig. Ich habe das Gefühl, der organische Dünger, der geht so richtig ab. Wir wollen heute erstmal, bevor wir mähen, nochmal unsere Messer schleifen. Ich habe ja immer wieder von euch die Frage bekommen, wie schleifst du deine Messer? Also wir werden das Sichelmesser schleifen und wir werden uns nochmal die Spindel vom Sportman angucken. Die schneiden beide nicht mehr ganz so gut. Ich zeige euch mal hier so eine Stelle, wo man das immer so schön sieht. So, und hier sehen wir das. Hier sieht man die zerquetschten der Halme. Das ist echt der Oberhammer. Ja, lieber Rasenfreaks, die wichtige Botschaft, immer mit scharfem Messer mähen. Yeah! Gerade beim Sichelmäher muss das Messer echt so rasiermesserscharf sein, damit der auch den Halm wirklich sauber trennt und nicht ausfasert. Das ist ganz wichtig. Fangen wir mal mit dem Akkumäher an. Ganz wichtig, Stecker ziehen, damit dieser Mäher in keinem Fall anspringt. Hier seht ihr jetzt das Sichelmesser von meinem Akkumäher. Also ganz sauber ist er auch nicht. Das ist, naja, es ist nicht wirklich besonders scharf. Jetzt hier Achtung. Stecker ziehen, ah ja. Stecker ziehen, ganz wichtig. Das ist eine 24er Nuss oder ein 24er Maul. Und dann muss man, das habt ihr schon gesehen, ne? Jetzt rutscht unten diese Zwischenscheibe. Die muss man jetzt mit festhalten, damit man das Messer abschrauben kann. Das finde ich auch nicht so toll. Warum die jetzt dann mitdreht, weiß ich nicht. So. Zack, dann gibt es so eine Kunststoffscheibe, gleich draufpacken. Und das kann man auch abziehen, muss man aber nicht. Okay, gut, der Detailshot vom Messer. Fokus, Fokus. So sieht das aus. Also so ganz schlecht ist das nicht, aber es ist schon leicht abgerundet. So, lieber Radix, wenn ihr jetzt sowas selber macht, dann dürft ihr das nicht. Weil Sabo sagt in der Bedienungsanleitung, dass die Messer von einer vom Fachhändler geschliffen werden müssen. Und ich zeige das jetzt hier zwar, aber wenn ihr das nachmacht, macht ihr das ganz allein auf eigene Verantwortung. Ganz, ganz wichtig, ich muss das mal hier auch ab und zu mal sagen, damit ich hier nicht irgendwelchen Ärger kriege. Also eigene Verantwortung, auch wenn ich sowas hier zeige, seid ihr ganz allein verantwortlich, wenn ihr das nachmacht. Offiziell muss das vom Fachhändler durchgeführt werden. Aber wenn wir das tun würden, hätten wir nie ein scharfes Messer. So, also was ganz, ganz wichtig ist natürlich, das Messer hier gut einspannen. Schutzbrille. Ach ja, das höre ich auch mal wieder. Wenn ich mit einer Flex arbeite, soll man keine Handschuhe benutzen. Ich habe noch mal auf der Homepage der Berufsgenossenschaft nachgelesen. Also bei Arbeiten mit der Flex empfehlen die auch Handschuhe. Und ich habe mir aber mit der Flex hier richtig schön die Haut weggeflext. Deswegen trage ich bei der Flex Handschuhe. Und ich stehe auch dazu, was da offiziell die Arbeitssicherheit sagt, müsst ihr selber nachlesen und müsst ihr euch selber informieren. Das ist immer so mit so einem YouTuber, der muss immer sowas sagen. Ich sorge immer dafür, dass die Ebene möglichst parallel ist. Also ich schleife erstmal parallel das Messer. Hier ist auch, mal ausmachen. Hier ist auch so ein Verschleiß, so eine Verschleißmarke, die jetzt Sabo hier auf dem Messer drauf hat. Da ist so ein runder, eingeschlagener Kreis. Das ist die Verschleißmarke, also weiter darf man auf keinen Fall runterschleifen. Und Sabo empfiehlt auch einen Winkel von 30 Grad, also 30 Grad, nicht 45 Grad, sondern ein bisschen flacher. Das kann ich tatsächlich mal nach
messen. 30 Grad, das ist also der Winkel. Ja, das denn so. 30 Grad. Also das ist der Winkel, den dieses Messer idealerweise haben soll. Boah. Ich würde sagen, ich hoffe, der Fokus macht das jetzt. Ich würde sagen, perfekt. Also 30 Grad. 30 Grad ist der perfekte Schleifwinkel. Und jetzt spannen wir das hier schön fest ein. Noch ein bisschen. So, ein bisschen Parallel. Spannen das hier schön fest ein. Ich hoffe, der Fokus stellt sich immer scharf. Und dann nehme ich meine Flex. Ich nehme immer so eine flache Schleifscheibe mit 80er Körnung. Viele benutzen auch so eine Fächerscheibe. Die sind so ein bisschen robuster. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die kann schon mal wegfetzen. Also echt gefährlich. Aufpassen. Und dann gehe ich jetzt ganz vorsichtig hier mit der Flex rüber. Das geht nicht. Überspannen. So. So. So, dann gehe ich hier mit der Flex einfach rüber und schleife ganz vorsichtig die Fläche nach. So sieht das aus. Seite. So. Ah nein, weiter rüber. So. Ganz leicht aufsetzen und schön gucken. Man sieht also oben auf der Spitze des Messers, ob da noch eine Fläche ist oder ob die wirklich dann scharf ist. Und dann mache ich noch zum Schluss, ziehe ich hier nochmal ganz vorsichtig einen Grat weg. Das kann hier so eine kleine Handfeile sein. Jetzt nehmen wir hier noch ganz vorsichtig den Grat weg. Andere Seite. So. So, und jetzt, wenn man jetzt Angst hat, sich zu schneiden, dann ist es scharf. Oh, das ist immer ein kleiner Grat. Ja, okay. Ja, ja. Ja. Na gut. Ja, eine Sache zum Schluss ist noch ganz wichtig. Das Messer sollte ja möglichst keine Unwucht haben. Das heißt, ihr müsst darauf achten, dass ihr wirklich immer die gleiche Menge an Materialien, an Material an beiden Seiten wegschleift, um nicht eine Unwucht ins Messer reinzukriegen. Dann vibriert die Maschine, dann geht im schlimmsten Fall der Motor kaputt. Also bloß keine Unwucht reinschleifen, und man kann hier ganz einfach das auch grob kontrollieren. Idealerweise müsste der Nagel jetzt genau in der Mitte sein, aber man kann so einen Nagel einspannen, das Messer mal so draufhängen, na, so ein bisschen in der Mitte, und wenn das Messer jetzt nicht so grob jetzt irgendwie wegkippt, ja, das ist jetzt nur eine grobe Überprüfung, kann man zumindest grob kontrollieren, ob das Messer halbwegs ausgewuchtet ist. Also da bitte auch darauf achten, dass jetzt hier nicht sehr stark unterschiedliche Mengen an Material weggeschliffen werden. So, und jetzt mähen wir. Zack. Grün.
grün. Mit einer Sache muss ich euch leider enttäuschen. Ein Sichelmäher schneidet niemals das Gras so perfekt wie ein Spindelmäher. Da kann man das Messer noch so scharf schneiden. Man hat immer so eine ganz leichte Faserung. Aber wenn es nicht so diese langen Fasern gibt, dann ist schon mal gut. Gehen wir auf 30. Dann ziehen wir mal hier direkt vor der Kamera entlang. Von hier hinten. Anschalten. Start. Schauen wir uns den Schnitt mal an. Ist nicht schlecht. Ist wirklich nicht schlecht. Die Halme sind wirklich. Kriege ich jetzt Fokus? Die Halme sind jetzt wirklich gut geschnitten. Das ist schon ziemlich perfekt. Ja, lieber Rasenfreaks, tatsächlich sollte man das Messer auf jeden Fall vor jedem Schnitt prüfen. Und wahrscheinlich müsst ihr das Messer auch vor fast jedem Schnitt einmal kurz etwas nachschärfen, wenn ihr den perfekten Schnitt mit dem Sichelmäher haben wollt.